Willkommen zur Spezialreportage an Leslie Arbeiterkammerwahl 2014. Heute habe ich Frau Dagmar Schindler, die Spitzenkandidatin der GLP, bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Frau Schindler, erzählen Sie uns über die Hauptthemen Ihrer Fraktion in diesem Wahlkampf. Das Hauptthema des gewerkschaftlichen Linksblocks ist natürlich, wie es unser Name schon sagt, die linke soziale Politik. Politik wirklich für Arbeiterinnen und Arbeiter und nicht für Banken und Konzerne. Es sind mehrere wertvolle Themen, aber welches Thema ist für Sie persönlich das Wichtigste? Das persönlich für uns das wichtigste Thema und dass wir auch ganz stark im Arbeiterkammerwahlkampf in alle Bundesländer vertreten, ist, dass sich Arbeit wieder lohnen muss. Dass es sich auszahlt, arbeiten zu gehen und dass Arbeit mit dem Leben kombinierbar ist. Wie werden Sie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer motivieren, zur Wahl zu gehen? Weil wir wissen, dass die Beteiligung wird immer kleiner und kleiner. Wird immer kleiner und kleiner. Wir gehen auf die Straße, wir reden mit den Leuten, wir gehen direkt zu den Arbeiterinnen und Arbeitern. Wir verteilen unsere Flyer, der eine liegt da vorne mit unseren zwei Spitzenkandidatinnen, das bin einerseits ich, andererseits der Christian Böcksche. Christian Böcksche ist Koch aus Winden, also einer, der über prekäre Verhältnisse am Arbeitsmarkt im Saisongewerbe sehr gut Bescheid weiß. Und so motivieren wir die Leute. Und wir haben bis jetzt dort, wo wir waren jetzt schon in Bahndorf und in einigen anderen Einkaufszentren in Eisenstadt und so weiter, irrsinnig gute Resonanz gekriegt. Was ist nach Ihrer Ansicht der Grund, weshalb die Arbeitslosenrate immer weiter steigt? Weil schon seit Jahren die Forderung des GLBs nicht erhört wird von den anderen Fraktionen, dass man die Arbeitszeit deutlich senken muss. Mit Senkung der Arbeitszeit werden viele Probleme auf einen Schlag weg, unter anderem auch die Arbeitslosigkeit. Weil jede Überstunde, die gemacht wird, ja, und Überstunden sind nicht mehr so, dass man sagt, in Ausnahmesituationen, sondern Überstunden gehören zum Alltag eines jeden Arbeiters und einer jeder Arbeiterin. Wenn das weg ist, wird auch die Arbeitslosigkeit sinken. Und da braucht es eine starke Arbeiterkammer und vor allem eine starke linke Fraktion, die sich für diese Themen einsetzen. Das ist genau die nächste Frage. Praktisch alle werben für die Arbeitslosigkeit zu senken. Dann hätte gewesen, wie wollen Sie das umsetzen? Aber das habe ich mich so mit beantwortet. Das ist eine Forderung, die der GLP, glaube ich, schon seit Jahrzehnten im Programm hat. Eine Senkung der Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden. Und somit werden viele Probleme auf einen Schlag gelöst. Mhm. Was werden Sie unternehmen, um für körperlich benachteiligte Menschen wieder mehr Arbeitsplätze zu schaffen? Auch eine Forderung von uns, man muss die Leute ihren Fähigkeiten nach einsetzen. Und es gibt genug Arbeit, die getan werden muss und getan werden kann, die speziell für Leute mit Handicap, egal in welcher Form, auch zur Verfügung steht. Nur muss man sich halt auch die Zeit nehmen, diesen Leuten das zuzutrauen und im Sinne ihrer Fähigkeiten sie ermächtigen, diese Arbeit zu machen. Was möchten Sie speziell für die burgenländischen Pendler und Pendlerinnen unternehmen? Bessere Zugverbindungen, höhere Intervalle, endlich wieder die Öffnung der Strecke Oberwart-Friedberg, die ja eingestellt worden ist und die speziell für die Pendlerinnen und Pendler im Südburgenland große Nachteile bringt, weil der Bus steht im Stau, der Bus akzeptiert keine Vorteilskarte. Ich sehe überhaupt keinen Sinn in dieser Aktion mit diesen vergünstigten Parkgaragen in Wien, sondern es muss wirklich ein Ausbau des öffentlichen Netzes, eine deutliche Senkung bis hin zur Freifahrt im öffentlichen Verkehr stattfinden und dann ist das Pendeln sicher möglich.
Was stört Sie an Ihrer Fraktion im Moment am meisten und was schätzen Sie zurzeit am meisten? Am meisten stört mich, dass wir alle nebenbei noch Jobs haben und somit ein bisschen wenig Zeit haben und uns halt wirklich jetzt im Arbeiterkammer-Wahlkampf von einem Termin zum nächsten hetzen. Und schätzen tue ich am meisten, dass die Kolleginnen und die Kollegen vom GLB als solidarische Gesellschaft leben. Also es ist kein Thema, wenn es irgendwo Aktionen gibt, dass das bundesländerübergreifend ist, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass man zusammenarbeitet. Und kommt meine lustige Frage, Schätze. Was schätzen Sie bei den anderen Fraktionen am meisten? Dass sie immer nett und höflich sind. Gut, und zum Abschluss die Standardfrage, was ist Ihr Wahlziel? Wir haben unsere erste Hürde haben wir erreicht. Wir treten nach 30 Jahren im Burgenland wieder an. 30 Jahre ist der GLB nicht angetreten und jetzt 2014 treten wir erstmalig wieder an. Und unser Wahlziel ist natürlich der Einzug in die Arbeiterkammer mit so vielen Mandaten wie nur möglich. Das war das, unsere Sonderreportage anlässlich der Arbeiterkammerwahl. Ich bedanke mich bei der Frau Dagmar Schindler für die Kommen. Dankeschön. Sehr danke. Und unsere Zuschauer wünsche ich noch einen schönen Tag. Wiedersehen. Ich danke Ihnen. Gerne.